Was soll's. Willkommen in Maschuskel-Grotte. Hier sind die Märchen. I see. Oder ist einer meiner Brüder versteinert? Ja, ganz wie die Schwester, aber er hat es natürlich vorher gemacht. Hilfe, sorgt dafür, dass die einsame Medusa einen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Mal wieder. Wusste ich's doch, die wollen Männer. Okay. Männlicher. Starker. Flirtender. Sexy. Oh, hübscher. Baby. Nimm das Baby, okay. Dann nehme ich dich jetzt. Mutiger, heroischer, verliebter. Wo ist mein Baby hin? Wo ist mein fucking Baby hin? Wo ist mein Baby hin? Okay, komm. Kriegst du halt eine verliebte Schlange. Bist du mich verliebt, oder? Das ist voll Fragezeichen, kann gar nichts. Adonis. Ist doch hier Jacob. Wie cool. Ah, verliebter, guter, Schlangen, viele Adonis. Schlangenartige Adonis. Ach komm, was willst du denn noch? Ernsthaft? Nein. Schlangenartige. Schlanke. Was willst du denn? Was für ein Partner sind? Keiner will die. Würde man blinder Adonis. Hier. Er ist blind. Verliebter. Verliebter. Ihr seid beide verliebt. Nicht in mich. Adonis, du nervst. Schlangenmensch. Schlangenmensch. Seid ihr blöd? Seid ihr bescheuert? Schlangenmensch. Nein. Gorgone. Männlicher Gorgone. Männlicher Gorgone. Sieht nicht sehr männlich aus. Oh, doch, war richtig. Ist ein Butch, Frau. Razor. Nee, danke, Razor, danke. Yay. Na, was ist mit dir? Ups. Mit dir. Ich angle schon den ganzen Tag, fange aber nichts. Ja, weil hier nichts ist. Ja, komm, dann machen wir hier Nessie. Bitteschön. Kannst angeln. Ah, oh, dann eben Karpfen. Kartenkämpfer. Lachs. Bitteschön. Nessie ist die alle weg. Okay. Ich klaue dir das mal. Guck mal, so hässlich bist du doch gar nicht. Naja, Opernsänger. Ich bin zu hässlich für die Liebe. Okay. Jetzt machst du aber, dass ich mich schlecht fühle. Kriege ich ja nie Liebe. Okay, du bist hübsch.
Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Was ist hier gerade los? Wer sind die? Opernsänger. Das auch? Ein Supermodel. Und das? Eine Flamenco-Tänzerin. Ein Jungbrunnen. Was geht hier ab? Okay, tschüss. Hallo Nessie. Ich muss jetzt... Nein. Muss ich hier hochfliegen? Wieder? Gibt's keinen Weg nach oben? Oder hier vielleicht durch? Doch, hier. Hui. Na, Baby? Männlicher Stark. Ach so, du bist nach oben gegangen. Hallo. Ich habe mich schon gewundert. Ich will mir von diesem Brunnen etwas wünschen. Ja, dann komm, machen wir einen Frosch. Ein dummer Frosch. Ist jetzt drin, kannst du dir was wünschen. Achso, du willst eine Münze, ne? Okay. Dann eben eine. Eine ungesunde Münze, wenn man da umdenken muss. Heieiei. Bitteschön. Hab dich ungesund gemacht. Wovor hast du Angst, Pferd? Was ist los? Das Pferd hat da Angst vor dir. Dumme Kuh. Ah, der da. Na dann. Man kriegt... Ich will mal wieder sowas schreiben. Weil man kriegt extra Starrite-Teile hier, wenn man irgendwas Besonderes schreibt. Das finde ich lustig. Was könnte ich Besonderes schreiben? Zum Beispiel Gott. Hier. Oh mein Gott. Wieso tötest du das Baby? Gott tötet Babys. Wir haben es hier live gesehen. Oder wir haben es auf Aufnahme. Gott tötet kleine Babys. Und um ganz genau zu sein, Gott tötet männliche, starke, flirtende, hübsche, verliebte, heroische Babys. Just say. Ein Pfadfinder? Nein, ich wollte Pfadfinder-Jungen, aber ist egal. Gehen wir hier weiter. Ich brauche Vorräte für Großmutter. Ja, okay, komm, dann machen wir hier mal billiger Wein. Bitteschön. Nein, nein, nein. Und schimmeliger Brot. Das kann man echt nicht in Deutschunterricht bringen. So. Ah. Guten Appetit, Großmutter. Auf dass du Durchfall bekommst. Was ist denn da oben? Da gehen wir gleich hin. Wenn wir da. Oh. Sie isst ja wirklich. Mein Haus sieht so langweilig aus. Es könnte das Farbe gebrauchen. Kotzbraun. Braunes Braun. Okay, Khaki-Braun. Achso, Braun-Khaki, schon gut. Was ist denn richtig hässlich? Karierte... Nein. Karierter... Warte mal. Hä? Karierter... Farbe. Oh mein Gott. Malzubehör. Gib wieder her. Ich mach das. Wieso rot? Rot ist ich wollte kariert. Ich mal jetzt den an. Mal alles rot an. Ich mal auch die Farben an. Ich mal dich an. Blöde Oma. Ich mal... Deine Enkeltochter an, ich mal alles an. Ja, mal. Alles rot. Ich habe gerade meine rote Phase, weißt du? Weißt du? Du nicht mehr, ne? Verstehst du? Verstehst du? Ach, schon gut, die Fresse. So, dann wollen wir doch mal. Nach oben können wir nicht. Das heißt, wir müssen gucken. Hilfe, Hilfe, verleih mein Haus ein Adjektiv, um sie davon abzuhalten, es aufzufressen. Der Junge und das Mädchen essen das Haus auf. Okay. Schokoladenhaltiger Blockhaus. Ein Adjektiv, damit sie nicht weiter essen. Bitterer. Mögen sie noch?
bitterer, saurer, saurer. Essen sie immer noch? Mhm. Nur saurer. Ich schreib's mal falsch. Nö, wollen sie immer noch. Ekeliger. Yay, Hausmodellierer. Und das Große fehlt noch. Komm näher. Hilf dem Pionier auf dem Oregon Trail. Ah, Oregon Trail. Das Spiel. Er guckt immer noch böse, finde ich super. Na, was soll ich dir helfen? Vor Gangstern? Dieser Pilger geht Richtung Westen. Aber was ist sein Beruf? Gib ihm ein Objekt, um ihn zu einem Bauern, Schreiner oder Bankier zu machen. Geldsack. Eine Münztüte. Viel geiler, wie das Geld einfach liegen lässt. Finde ich super. Oh, oh, oh nein. Gestorben. Mein Ochse ist an Typhus gestorben. Erschaffe ein Tier, um ihn zu ersetzen. Oh, der Ochse. Wollen wir ihn irgendwo begraben und über und trauern? Der Arme. Und essen? So, was können Ochsen ersetzen? Ein Büffel. Wird schön. Wir sind robuster, denke ich mal. Oder ein Bison. Mein Essen wird knapp und ich weiß nicht, wie man jagt. Das schaffe jemand, der es mir beibringen kann. Wilhelm Tell, wenn das jetzt geht. Teen. Ein Weiße. Weiße geht, aber schwarz nicht. Weitere Teen. Ein Pubertierender. What the fuck? Weiße. What the fuck? Okay. Was? Wer könnte das beibringen? Ein zu jagen. Ein Assassin. 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 Der kann dir das beibringen. Zu jagen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind wir bei Fallout hier oder was? Und dann nimmt das erst nicht mal mit. Ich habe es zu Ende des Weges geschafft. Erschaffe jetzt ein Heim für mich. Es brennt aber scheinbar. Was brennt hier gerade? Unbrennbarer Bankier. So viel Essen. Steak und Rind. Ich soll dir ein Zuhause erschaffen. Okay, warte. Ach, Entschuldigung. Ein Zelt. Willst nicht? Wird kein Zelt. Undankbares Ding. Okay, ein Bankier möchte eine Bank. Bitteschön. Viel Spaß beim Bankieren. Mit deinem Fleisch und so. Yay. Genau so ist es, ne, damals passiert. Genau so. So ist das damals gewesen. Beim Oregon Trail. Ja, ja. Könnt mich alle machen. So. Wir sind mit diesem Landteil fertig. Geil. Wollen wir noch einen machen? Ne, ich muss aufhören. Wir gucken mal, was hier noch ist. Anafferfälle. Und hier oben. Sauruspark. Unten haben wir einen Stichpunkt-Sumpf. Oh mein Gott. Und da haben wir Ruin von Ellipsis. Ich würde mal sagen, wir probieren hier das hier nochmal. Oh, guck mal. Bald durch mit dem Spiel. Oh. Weil ich will hier unbedingt das nochmal schaffen. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Weil ich gucke mir einfach die Tipps an, ist mir aufgefallen. Vergesse ich immer, dass es hier Tipps gibt. Ich muss einen besseren Weg geben, diesen Müll zu entsorgen. Es muss einen besseren Weg geben, um diesen Müll zu entsorgen. Ich kann den anmalen. Okay. Auffüllen. So. Warum gibt es keinen Ökologen oder so? Abflussrohr. Wir machen Abflussrohr. Warte. Abflussrohr.
Nein! Wie... Es gibt keinen besseren Weg, das zu entsorgen. Oder? Ein Absauger? Sondermülltonne. Sondermüll. Sondermüllschild. Ich habe noch mehr Müll dazu getan. Ich glaube es ja nicht. Das ist natürlich genial von mir jetzt. Sondermüllschild. Jetzt weiß wenigstens jeder, dass hier Sondermüll ist. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Wieso kann ich den, ich möchte gerne den Bildschirm machen, muss ich halt so machen. Was mit dir los? Also du bist ja immer noch sauer, dass du nicht hübsch bist, ne? Es tut mir leid für dich. So, wir könnten... Es gibt, muss besseren Weg geben. Kann man vielleicht machen, dass er unsichtbar wird? Oder... Verschwundener. Verschwendende, schwiegende, verschwommene, verschiedene, verschlafene, verschlagene. Öko. Ösophagelale. Ne, ich wollte ein Öko eigentlich machen, das muss ich sagen. Öko. Ökologe. Kümmer dich mal drum. Kümmerst dich ja gar nicht drum. Was bist du für ein blöder Ökologe? Ein Öko-Freak. Hier ein Hippie. Der macht auch nichts. Ihr seid alle doof. Warum kümmert ihr euch nicht drum? Warum muss ich mich drum kümmern? Eine öltunkene Öffnung. Eine Öffnung? Ein Örtchen. Ich kann ein Örtchen machen. Meinst du jetzt ein Örtchen, Örtchen? Ja. Hier, da kannst du rein. Es muss einen besseren Weg geben, um diesen Müll zu entsorgen. Scheinbar weiß ich es nicht und scheinbar komme ich nicht drauf. Aber ich würde so gern das fertig machen. Ich bin so traurig. Es muss, ich werde nachgucken. Ist ja das Erste, da spoilere ich mir ja nichts. Da habe ich alles schon gemacht. Ich weiß es nämlich nicht. Es muss einen besseren Weg geben, um diesen Müll zu entsorgen. Ja. Einbuddeln? Ein schwarzes Loch. Warte. Ja. Ich hab's geschafft. Ich, warum nicht? Oh oh. Nicht zu nah ran. Hier. Ich kann nur Sachen, die auch gemacht werden sollen. LOL. Ach, das ist so scheiße, dass man... Alle tot. Alle tot. So, wir haben alles. Yay. Zur Party machen wir Weltuntergang. Ach, geht nicht. Da geht vielleicht Apokalypse. Warum kann ich damit nichts machen? Interagieren. Und weg 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 und weg. Also richtig Apokalypse ist das nicht. Oh. Wir sind alle vergiftet. Scheinbar. Glühender toxisch.
Atombombe. Ja, okay, das war das. Ist ja voll langweilig. Gibt's nicht irgendwas so wie, letzte Abend, also der Ragnarok. Ragnarök, meine ich. Rabauke, Radierer. Ja, das ist genau das alles, wollte ich. Randschuh. Was ist ein Randschuh? Ein hässlicher Fisch scheinbar. Okay, ist in Ordnung. Ein Diktator. Der reitet jetzt dieses Monster, das sich hässlich findet. Das ist doch super. Das ist doch in Ordnung. Ich will irgendwie alles umbringen. Geht das nicht? Die 12 Reiter da, oder wie das heißt? Reiter der Apokalypse? Wieso geht das nicht? Eine Zeitmaschine. Das ist auf jeden Fall im Zeitreisen. Das ist neu. Okay, das ist lustig. Das ist auf jeden Fall anders als auf dem DS. Auf dem DS kommt man da auf ein extra Teleporter muss man im DS, dann kommt man woanders hin. Dann kommt man irgendwo zum extra Level. Hä? Jetzt. Jetzt habe ich zwei Klone. Das ist viel lustiger. Da kommt man in versteckte Level. Okay. Dann Beamer. Nein. Oh. Oh. Ich töte alles mit einmal. Ein Beamer hat echt viel Energie. Ein Beamer ist echt stark. Oh. Ich bin immer noch krank. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, wenigstens haben wir alles. Yay! Wir haben alles. Yay! Okay, bisschen scheiße, ein bisschen langweilig, dass man da nichts machen kann. Beim anderen ist es so, da kann man irgendwie so Weltuntergang eingeben oder wartet. Ich weiß was. Hier, oder? Komet. Also so, dass wirklich bom, 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 alles untergeht. Sonnenexplosion. Nova. Supernova, glaube ich, ne? War das? Eine Supernova. Hui. Ah, ich laufe einfach weiter. Was soll's? Macht schon nichts aus. Das ist langweilig. Ich dachte, man kann ewige Nacht oder so. Was? Ewige Nacht. Nachos. Nachtbar. So. Hier hast du eine ewige Nachtbar. Oh, meine Fresse. Okay, ich weiß nicht, wie ich alle umbringen kann. Es geht wohl nicht mehr. Das ist natürlich scheiße. Ich mach mal Hölle. Ich kletter auf diese Hölle und freue mich. Ja, Nachbar und eine Hölle. Das braucht jeder auf seinem Bauernhof, würde ich mal sagen, ne? Wenn ihr Tipps oder Anregungen habt, wie man alles töten kann und alles auf einmal zerschmettern, sagt Bescheid. Auf dem DS ist es sehr einfach. Manchmal macht man es aus Versehen. Wo dann plötzlich alle sterben. Weil man irgendwie Pest oder sowas, weil ich kann ja mal kurz gucken. Wenn man irgendwas gemacht hat, ja, Seuche. Achtung, Bruderherz! Warum denn mich? Mach das mal meinem Bruder, mach das mal meiner Schwester. Fick dich. Oh, voll blöd.
Hallo Schwesterchen, ich habe die Pest, glaube ich. Ja, ich bin sterbend. Moin. Dann warte mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.